guten Abend. Vielen Dank erstens für die nette Einführung, zweitens dafür, dass Sie gekommen sind. Und wenn Sie das ein bisschen eigenartig gefunden haben, wenn ich immer mitgeklatscht habe, das ist in China üblich. Ja, da klatscht man, wenn einem selber geklatscht wird, klatscht man dann zum Dank dafür. Also das hört sich einfach so. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich habe natürlich viel zu viel vorbereitet. Ich werde dann weniger Theorie machen, und werde Ihnen ein bisschen was Praktisches, ein paar praktische Tipps geben. Auf jeden Fall heißt der heutige Vortrag, wie gesagt, Harmonie mit DCM, traditioneller chinesischer Medizin. Was kann sie und was kann sie nicht? Naja, da fragt man sich schon, ist sie veraltet oder zeitlos, wenn man sich so überlegt, aus welcher Zeit sie stammt, aus welcher Zeit die Grundlagen stammen, das sind natürlich Legenden. Das sind legendäre Gottkaiser, von denen jeder ungefähr also zwischen mehreren tausend Jahren und hundert Jahren existiert hat. Das war der Fuxi, dieser junge Herr hier. Der Fuxi hat Viehzucht, Jagd, Ehe, Schrift, eingeführt und die Akupunktur, also das die Urakupunktur. Und jetzt glauben Sie, mit welchen Instrumenten die Akupunktur ursprünglich durchgeführt wurde? Bitte? Ist möglich, aber mit Steinen, mit Steinnadeln. Gut, der Chinese kennt kein Schwert, sagt man. Es ist allerdings ein Aberglaube, ich weiß es besser. Also Chinesen sind genauso wie bei uns die Leute, die einen mehr und die anderen weniger schätzen. Der zweite ganz berühmte Kaiser war der Shenlong. Der Shenlong soll so ungefähr 5000 vor Christi gelebt haben und der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er einen Körper gehabt hat aus Glas. Das heißt, Glas hat man ja damals eigentlich noch gar nicht gekannt. Jedenfalls einen durchsichtigen Körper. Und dank dieses durchsichtigen Körpers konnte er die Wirkung verschiedener Nahrungsmittel und Arzneidrogen in seinem Körper sehen. Und er hat jeden Tag des Jahres eine andere Arzneidroge ausprobiert und eine konnte er kein zweites Mal ausprobieren, die war nämlich so giftig, dass es ihn dahin gebracht hat. Also er ist an seinen eigenen Experimenten dann letztlich von dieser Welt gegangen. Und der dritte, das ist der Medizingott für alle, die heute traditionelle chinesische Medizin lernen. Das ist der Huan Di, der gelbe Kaiser. Aber wer von Ihnen war denn mal in China? Naja, ganz schön. Und Sie waren sicherlich bei diesem Grabmal des gelben Kaisers in Xi'an mit der Tonarme. Ja, das ist aber nicht der. Ja, das ist nicht der. Unser medizinischer gelber Kaiser hat so ungefähr wann er gelebt hat, weiß man nicht wirklich. Was Sie sehen, hier ist eine kryptische Jahreszahl angegeben, 2697 bis 2597 vor Christi Geburt, logischerweise. Aber was ihm zugeschrieben wird, ist der klassische Text, den heute noch chinesischen Medizinstudenten lernen müssen. Und unsere Medizinstudenten, sondern meine Studenten, die chinesische Medizin lernen, müssen auch verstehen lernen, was da drinnen steht. Es ist nämlich so, dass es nicht so ganz einfach ist, diese klassisch chinesischen Texte zu übersetzen und aus der chinesischen Gedankenwelt so das Wesentliche für uns zu extrahieren. Das muss man wirklich erst lernen. Und man kann nicht reine Übersetzung machen, man muss, wie das so schön auf Englisch sagt, heißt, interpretieren. Es geht nicht mit reiner Übersetzung.
Also dieses Huan Di Neijing jedenfalls, was heißt Neijing? Das ist der Klassiker der inneren Medizin. Und Huan Di ist der gelbe Kaiser. Des gelben Kaisers stammt in etwa aus dem zweiten Jahrhundert vor Christi. Nicht er soll gelebt haben im dritten Jahrtausend vor Christi Geburt, aber dieses Werk wurde natürlich erst viel, viel später verfasst. Ich möchte Sie mal mit ein paar gängigen Irrmeinungen konfrontieren. Also das erste ist einmal, Akupunktur ist die chinesische Medizin. Zweite Irrmeinung. Moderne westliche Medizin kann alles und die anderen so wiederum moderne westliche Medizin kann überhaupt nichts. Die ist nur symptomatisch, die behandelt ja gar nicht die wirklichen Krankheiten, die handelt ja nur die Symptome. Und die Nächsten sagen wiederum, die chinesische Medizin, die kann überhaupt nichts, das ist der größte Schmarrn, das ist veraltet, da ist nichts dahinter. Und die anderen sagen wiederum, nur die chinesische Medizin kann alles und die böse Schulmedizin macht alles falsch und die chinesische Medizin behandelt die anderen Sachen. Alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Ja? Nummer 1. Akupunktur ist nicht die chinesische Medizin. Wenn Sie die Damen und Herren von Ihnen, die in China waren, waren wahrscheinlich oder vielleicht auch einmal in einem Krankenhaus. Wer war mal in einem chinesischen Krankenhaus? Ja, also manche, bei manchen Reisen ist es inbegriffen. Wenn Sie in einem chinesischen Krankenhaus arbeiten, dann sehen Sie, dass maximal ein Drittel der verwendeten Methoden Akupunktur ist. Maximal. Ich zeige Ihnen dann, was es sonst noch gibt. Wenn man jetzt so immer versucht zu polarisieren, die westliche und die chinesische Medizin, kann ich Ihnen nur eines sagen, und zum Schluss werden Sie hoffentlich auch kommen am Schluss des heutigen Abends, jede der beiden Medizinen hat es ihr. Und ich kann nur sagen, glückliche Zeit, in der wir leben, beides ist zugänglich, beides ist für uns möglich zu erreichen. Und Sie müssen dazu nicht einmal nach China fahren. Was heißt immer, die eine Medizin behandelt die wahren Ursachen und die anderen behandeln nur Symptome? Da muss ich Ihnen etwas sagen. Für die chinesische Medizin muss man sich darüber klar sein, dass die chinesische Medizin gar nichts anderes kann, als nach Symptomen gehen. Die hat keine Befunde, die hat keine Röntgenbefunde, die hat keine Laborbefunde. Da muss der Arzt mit seinen Sinnesorganen die Diagnose stellen. Und bitte, was sind die wahren Ursachen? Ich kann Ihnen sagen, überlegen Sie mal, es ist noch gar nicht so lange her. Sie, wie heißt das? Semmelweis, wie heißt das? Ignaz Semmelweis. Stellen Sie sich vor, zur Zeit des Ignaz Semmelweis hat man geglaubt, das Kindbettfieber, oder vor dem Ignaz Semmelweis, hat man geglaubt, das Kindbettfieber, das mit irgendwelchen fliegenden Keime übertragen, dann hat man sogar Isolierbaracken gebaut. Nichts war richtig. Das weiß heute jeder Mediziner im ersten Semester. Der Schuld daran war, dass die Studenten von der Pathologie gekommen sind und dann bei Frauen, die im Geburtsvorgang waren, Untersuchungen gemacht haben. Das heißt, die haben die Frauen infiziert natürlich. Ja? Und der Ignaz Semmelweis ist da drauf gekommen. Also das hat sich von einem Augenblick auf den anderen vollkommen geändert. Wenn man denkt, die wahren Ursachen, die wahren Behandlungsmöglichkeiten im Laufe meines Lebens als Patientin und als Ärztin hat sich derartig viel geändert in unserer heutigen Erkenntnis. Und
das Wesentliche ist, dass man, wenn man chinesische Medizin gescheit betreiben will, dass man auch verstehen muss, was sie sagen. Und dass man mit ihren Denken arbeiten muss und ihre Methoden sachgemäß anzuführen. Und ja, da komme ich jetzt ein bisschen zur Theorie. Sie wissen, jede Wissenschaft hat eine Wissenschaftstheorie hinter sich. Und bei uns war die gängige Meinung bis vor kurzem, es kann nur eine Stimme. Wenn die eine stimmt, muss die andere falsch sein. Gott sei Dank gibt es die philosophische Strömung des konstruktiven Realismus. Er nämlich gesagt, wenn die eine Theorie richtig ist, muss die andere nicht unbedingt falsch sein. Gott sei Dank. So, ja, was wollte ich Ihnen zeigen? Nur mal zur Information. Schauen Sie sich das an. Von denen nur symptomatisch. Es gibt keine symptomatische Medizin, das ist die chinesische. Und ich glaube, das ist recht instruktiv. Ja? Ich meine, wenn Sie diese beiden Zungen anschauen, springt ins Auge der enorme Unterschied. Wie würden Sie die linke Zunge beschreiben? Was würden Sie sagen? Ist rot. Ist sie sehr rot oder ist sie nur dunkel? Sehr rot. Und wie würden Sie die rechte Zunge beschreiben? Ja, die ist blass und hat einen Pilar. Und für einen chinesischen Mediziner ist völlig klar, die linke Zunge zeigt rot Hitze. Die rechte Zunge dagegen, die zeigt entweder einen Mangel, ja, und was kann im Körper zu wenig sein, zum Beispiel Blut, ne? Kann jemand blutarm sein, hat sicher eine weiße Zunge, oder es kann ihm so überhaupt, der Kreislauf kann ein bisschen verniedern liegen, man hat Kampfblut, oder es kann Kälte sein, ganz blass bei Kälte. Ja, also das ist aber alle diese Dinge sind nur Puzzlesteine. Man stellt keine Diagnose nur aus dem Blick auf die Zunge. Ja, das ist ein Puzzlestein und das macht für den Arzt das so wahnsinnig faszinierend. Ist ein paar Sparten in der chinesischen Medizin. Man unterscheidet äußere Medizin, innere Medizin und vor allem Prävention. Aber das zeige ich Ihnen immer hier. Schauen Sie, was ist klar, das ist akut. Und Sie sehen, dass man in China auch westliche und östliche Medizin gemeinsam verwendet. Dieser Patient hat offenbar einen Bandscheibenvorfall gehabt, ist operiert worden und ist nach der Notfall Akupunktur behandelt worden. Das ist sehr einfach. Akupunktur und Moxibustion gelten als äußere Medizin. Moxa, werde ich Ihnen zeigen. Moxa ist Artemisia vulgaris. Artemisia kennen Sie. Artemisia ist eben nicht Artemisia vulgaris, sondern ist Artemisia artibi. Artemisia werden Sie vielleicht demnächst verwenden. Wenn Sie ein Tanzl brauchen. Bitte? Bitte? Beifußkraut, ja. Das ist Beifuß. Und dieser gemeine Beifuß, das ist eine Art Unkraut, das im Garten wächst, ein zweijähriges. Ich finde, es schaut ja recht hübsch aus. Und wie gesagt, wird bei uns als Gewürz benutzt. Und in China wird eine andere Beifußart verwendet, eben das Moxakraut. Und aus dem kann man zum Beispiel solche Zigarren drehen. Sie können gerne es durchgeben und schnuppern dran. Allerdings in der Schnupfenzeit ist es vielleicht nicht so gescheit, wenn alle ihre Schnupfenviren drauf deponieren. Ja. Aber greifen Sie es wenigstens einmal an. Das hat der Brinkmann auch schon. Dieses Beifußkraut wird in einer faszinierenden Weise verwendet. Entweder man macht kleine Kehlchen und die setzt man auf
oder man macht eben Boxer Zigarren. Und eine Methode, die bei uns aber ganz sicher nicht anwendbar ist, wäre die direkte Moxibustion. Winzige Moxerkehlchen direkt auf die Haut aufgesetzt. Und das verursacht natürlich eine Verbrennung, ja, Brandblase, und das kann's unmöglich machen. Normalerweise wird Moxosuppe verwendet. Das war voriges Jahr in Chengdu in einem Krankenhaus. Sie sehen diese Patientin, die hat schwere Kniegelenksbeschwerden. Und das ist eine Tibeterin übrigens. Und die kommt aus dem unwirklichen Raum in Tibet. Und die Beschwerden werden immer ganz, ganz schlecht, wenn es kalt wird. Vielleicht kennen Sie das auch. Und da macht man eine schöne Akupunktur. Und auf die bereits liegenden Akupunkturnadeln setzt man Stücke dieser Boxenzigarren, die man anzündet. Das kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Man kann vorher die Stücke anzünden oder unser lieber Doktor dort hat es davon erst angezündet, wenn es schon gesteckt ist. Und damit nicht irgendein Krümelchen herunterfällt und den Patienten verletzt, wird so ein Papier drunter geschoben unter die Nadel, sozusagen als Schutz für die Haut. Man muss nicht unbedingt Boxer verwenden, auch in China wird man immer moderner. Man verwendet ganz gerne eine Kombination Akupunkturnadeln, und auf die heizt man drauf ein Infrarot und Magnetfeld. Das ist eine Kombination von Wärme, Magnetfeld und Akupunktur. Und ich habe, wie ich noch viel in der Praxis gearbeitet habe, das wollte ich schon auch nicht mehr, da habe ich natürlich viele Nebenhöhlenentzündungen gehabt, wenn ich so einer Patientin bin. Diese Patienten habe ich dann akupunktiert, auch im Bereich der Nebenhöhlen. Und habe sie mit den liegenden Akupunkturnadeln unter einen sogenannten Kopflichtkasten gelegt. Ich glaube, das Bild war sogar dabei bei dieser Vorschau, bei der jungen Dame, die da unter den Kopflichtkasten liegt. Und das hat sehr gut gewirkt. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist ein ganz altmodisches Gerät aus der Hand. Eine weitere äußere Methode ist die Massage. Sie werden sich vielleicht wundern, dass der Masseur, der massierende Doktor hier, nicht nur durch die Kleider massiert, sondern sogar noch ein Tuch auflegt. Also das ist in China absolut üblich. Die normale Massage, die findet durch die Kleider statt. Da wird gleichzeitig auch die Reibung der Kleider ausgenutzt. Und das hier ist eine spezielle Methode, das nennt sich vielleicht, ich glaube, man kann es hier ganz gut erkennen. Es ist ein Patient, über dessen Rücken hier so ein Hornblättchen gezogen wird. Das ist eine Methode, die man mehr oder weniger zart anwenden kann. Auf jeden Fall wird, was man in der chinesischen Medizin immer so schätzt, ja, es wird etwas bewegt. Das wird zum Beispiel verwendet bei einem verschleppten Infekt. Wenn es nicht und nicht und nicht gut wird, ja, dann versucht man die Krankmacher durch Reizung der Haut herauszubekommen. Und das macht man entlang bestimmter Bahnen in ihrem Herz. Innere Medizin beginnt in der Küche. Das ist ja bekannt, das ist bei uns genauso. Und in China hat man eine spezielle Diätetik. Und einmal haben wir uns dort also auch die Diätetik ein bisschen ausgebildet in Chengdu. Die Krone der inneren Medizin ist die chinesische Arzneitherapie. Sie sehen hier eine richtige chinesische Apotheke. Hier sehen Sie also nicht alles, was dort verwendet wird, ist uns vertraut. Ich glaube, das
das sind Zikaden, aber die Zikaden, das wissen Sie, die werfen ja ihren Panzer ab, die häuten sich. Das wäre zum Beispiel eine Tagesdosis einer Rezeptur. Es ist faszinierend, wenn man einen chinesischen Arzt zuschaut, wie er so eine Rezeptur macht. Der hat eine Waage, eine Dekerwaage, wie in der Mantel, und dann hat er ein Rezept von einem Passport-Siegel. Und in diesem Rezept sind, sagen wir wie hier, also sind mindestens 5 verschiedene Kräuter drinnen, da wiegt er jeweils das entsprechende Kraut ab, dann schüttet es auf ein Schaufel und geht blitzschnell, biegt er das nächste ab, schüttet es auf ein Schaufel und verteilt es auf diese Schaufel als Tagesdosis. Diese Tagesdosis kommt dann in einen Papiersackerl und der Patient kocht sich das. Und das aller Also etwas Großartiges sind die chinesischen meditativen Bewegungsübungen, die wunderbar für jung sind und auch für alt sind. Dieser Herr, der Schwert-Tai-Chi macht in Shanghai, ist schon 82 Jahre damals alt gewesen und hat wunderbar Schwert-Tai-Chi gemacht, hat sich die Beweglichkeit erhalten bis ins hohe Alter und Sie machen heute Ihren Bewegungsclip und Ihr Bewegungs-, Ihr kleines Bewegungstraining. Wenn wir fertig sind mit der Theorie, bevor wir dann in den Diskussionsteil steigen. So, ja, zu diesen Bewegungsübungen gehört Tai Chi und zum Meditativen. Haben Sie schon einmal gesehen, die Shaolin-Mönche? Ja, in der Shanghai, das ist eine faszinierende Geschichte. Und die machen dann immer vor, bevor sie eine Übung machen, also vielleicht bemerkt oder schafft, achten Sie das nächste Mal drauf. Machen Sie eine Bewegung, dann schließen Sie so und dann entwickeln die ja wirklich unglaubliche Kräfte. Also der eine mit dem haben Sie sich auch gesehen mit dem Sauglauf, der dann ein Auto zieht und dann, das war jetzt nicht diesmal, aber ich habe einmal gesehen, dass einer ein riesen Ding bewegt hat, ohne es überhaupt zu berühren. Dazu gehört schon sehr viel Entwicklung in der Kräfte. Das muss man natürlich jahrelang trainieren. Diese ganzen Schaulimmönche kommen ja die meisten schon als kleine Kinder ins Kloster. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen erzählen, wo der große Unterschied zwischen westlicher und traditioneller chinesischer Medizin liegt und vielleicht auch ein bisschen eine Rechtfertigung dafür, wann wir eh schon so eine gute Medizin selber haben. Was braucht man die chinesische? Also das hat schon seine Gründe. Also diese wunderbare Ketchup kam nach China und da wurden ihm 6 Patienten vorgeführt, die alle ein Magengeschwür hatten. Das war eindeutig im Röntgen diagnostiziert und man hatte diesen Patienten auch in den Magen direkt hineingeschaut und das nennt sich Gastroskopie, wie Sie wahrscheinlich schon wissen. Die Diagnose war bei allen 6 gleich. Ja, am Magengeschwür. Wer von Ihnen hat schon selber eins einmal gehabt? Ja, was haben Sie gekriegt? Erasio, Helicobacter, noch mehr Helicobacter. Ja, also das Übliche ist Helicobacter. Gut, das hat seine Berechtigung, überhaupt kein Zweifel. Und wunderbar, wenn es nicht. Aber es hilft leider nicht. In der chinesischen Medizin hat sich das so dargestellt. Die gleichen Patienten sind 6, also 6 sind chinesischen Medizinern konfrontiert. Und die haben, bitte wenn Sie da rechts schauen, 6 verschiedene Diagnosen gestellt. Feuchte Hitze in der Milz, Yin, Yang,
feuchte Kälte im Mar, mit Leben ist auch Blutstasien gemacht. Naja, es ist so unterschiedlich, ja? Der eine hat eine Kälte im Mund, der andere hat eine Hitze im Mund, die nächsten wiederum haben einen Mangel. Das muss man unterschiedlich behandeln. Das ist das Geheimnis, da drauf zu kommen. Also das muss man auch übersetzen können, was das heißt. Feuchte Hitze in der Milz heißt, dass eine starke Entzündung führt. Yin-Mangel heißt, das können Sie noch nicht verstehen, das verstehen Sie in einer halben Stunde ungefähr. Aber Feuchtigkeit und Kälte können Sie sich vorstellen. Feuchtigkeit und Kälte im Magen, da haben die Patienten furchtbare Beschwerden, wenn sie was Kaltes trinken. Ja, also Bier ist ganz schlimm, ist gar nicht gut. Nichts Leberdis haben je. Das sind Patienten, die auch die Beschwerden kriegen, vor allem dann, wenn sie sich ärgern. Also wenn der ein Chef sieht, kriegt er mit. Ja? Das ist nicht so selten. Blutstase im Magen, das ist sehr gefährlich. Das ist ein gefährlicher Zustand. Das ist ein wirklich Blutfülle, da ist also ein Blutstau im Magen, das kommt vor. Und das ist also eine Sache, wo auch die westliche Medizin was anderes machen muss. Wenn es zu einer Blutung kommt und man die nicht laufen stoppen kann, muss man es operieren. Das kann natürlich die chinesische Medizin nicht, aber die haben wir ja die westliche. Und wenn man weiß, die Diagnose kann man ja schon vorher stellen, das muss ja nicht bluten. Und da kann man was dagegen tun. Also Sie können sich vorstellen, dass diese 6 Patienten eine total unterschiedliche Behandlung haben. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, Unterschied westliche Medizin, chinesische Medizin. Die westliche Medizin, die haben noch das Kultus. Und das ist ein Wurscht, ob das das Kultus von Herrn Meyer, von der Frau Müller, von Herrn Gratokwil oder von der Frau Siebenhardt ist. Ja, das ist, Kultus ist Kultus. Die DZM, die haben noch den Patienten mit sein. Ziel der westlichen Medizin, natürlich alles das Blutes gut ist, aber optimale Befunde. Ziel der chinesischen Medizin, Dankeschön. Optimales Befinden. Also ich weise noch einmal darauf hin, Befunde, Befinden. Vielleicht ist jemand unter Ihnen, der Rückenschmerzen, Nackenschmerzen hat und ein wunderschönes Wirbelsäule. Ein herrlicher Befund. Und das nutzt Ihnen nichts, weil immer das gelesen ist, das knackt trotzdem nicht. Für die chinesische Medizin ist ausschlaggebend, dass sie das Befinden wissen. Hier noch eine ganz nette Pyramide. Die, wenn da hier steht, 2 konzise Medizinsysteme, westliche Medizin und chinesische Medizin, was heißt konzis? Konzis heißt, dass sie alles haben. Ja? Die haben eine Wissenschaftstheorie. Sie haben eine Physiologie, also die Lehre vom normalen Körper. Sie haben eine Pathologie, also die Lehre von den krankhaften Veränderungen. Sie haben eine Diagnostik. Sie haben eine Therapie und Sie haben eine Prophylaxe. Man muss dazu sagen, warum lege ich das großen Wert darauf, dass es so ein konzises System. Es gibt so verschiedene komplementäre Methoden, die haben nur eine Sache, die Iris-Diagnostik. Ne? Da schauen Sie die Iris an, können eine Diagnose stellen, aber nicht mit der Iris-Diagnostik behandeln. Verstehen Sie? Und bei der chinesischen Medizin müssen Sie eine chinesische Diagnose stellen und behandeln dann mit chinesischer Medizin. Nun, wenn wir zu der Wissenschaftstheorie kommen, da haben wir schon kurz darüber gesprochen, da ist etwas ganz Interessantes.
diese Wissenschaftstheorie oder sagen wir die Philosophie in der chinesischen Medizin ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist sie faszinierend. Also wer einmal Biss gekriegt hat, den lässt das einfach nicht mehr. Das ist so ein interessantes Weltbild, dass ich versuchen werde, Ihnen ein bisschen nahe zu bringen. Und auf der anderen Seite ist das, löst das natürlich auch Kritik auf von gestandenen konventionellen Medizinern. Ja, und ich will Ihnen dazu etwas zeigen. Physiologie zum Beispiel und richtige Theorie in der chinesischen Medizin. Wichtig, 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 sollte jemand von Ihnen in Behandlung sein bei einem Arzt der chinesischen Medizin, bitte seien Sie sich dessen bewusst, dass zum Beispiel die inneren Organfunktionen nicht unbedingt unserem heutigen Wissenstand entsprechen. Verstehen Sie? Das Herz ist schon, das Herz ist eine Pumpe. Es hat so viele Funktionen dazu. Herz ist Geist. Herz ist Idee, ist Esprit, ist Moral, ja, ist jeglicher Umgang mit anderen Menschen. Also beim Herz geht es ja, aber zum Beispiel der Milz. Den Organen Magen und Milz wird folgende Funktion zugeschrieben. Beim Magen ist das nicht, ja? Also, wie funktioniert die Milz in China? Wir haben so eine wunderbare Input, das ist Essen und Trinken. Da geht man durch den Magen und in die Milz. Soweit jetzt werden wir schon hinhören. In unserer Medizin, wenn man versucht, das zu korrigieren, das ist ja Blödsinn, das kann nicht stimmen. Stimmt auch nicht. Das ist die Milz ist nicht die Milz, sondern das ist eine Summe von Funktionen. Und wenn der chinesische Mediziner von Milz spricht, dann ist nicht ihre Milz krank. Wenn er von ihrer Niere spricht, muss es nicht nierenkrank sein. Das ist Unsinn. Aber wie funktioniert das mit der Milz jetzt? Weiter. Die Milz kann laut chinesischer Medizin nur funktionieren, wenn aus der Niere die entsprechende Wärme kommt. Das heißt in China Feuer im Tor des Lebens. Das ist bei uns genauso. Unsere inneren Organe können auch nur funktionieren, wenn die Temperatur steigt. So, dann geht ein Teil dessen, was wir gegessen haben, was die Milz jetzt vakuumiert hat, mal gleich zur Lunge hinauf. Und das ist der Tagesschutz und die Wärme. Ein anderer Teil geht zum Herz, wird dort wohl gefördert und wird zu Blut. Und die weiteren Sachen, dieser Nahrungsbrei, der aufbereitete, kommt dann in den Dünndarm und da wird das Dicke wiederum zurückresorbiert. Die Dünnflüssigkeit, ja, und das Öl geht dann wiederum zur Niere, damit dieses Feuer im Tor des Lebens aufrecht. So, der Dickdarm reagiert mit wasserlöslichen Säften und was da ausgelöst wird, noch mit Dickdarm, wird verwendet, um Knochen aufzubauen und bestimmte Vitamine werden herausgelöst. Und der Rest, was unbrauchbar ist, geht zur Blase und wird entweder über die Blase oder über den Dickdarm ausgeschieden. Jetzt werden Sie sich fragen, warum muss man das wissen? Das ist ja Unsinn pur. Naja, ja, insbesondere in der Akupunktur ist es so, dass wir über bestimmte Punkte behandeln und bestimmte Leitlinien sind. Und es wäre für einen, wenn man das nicht wüsste, wäre es überhaupt nicht einsehbar,
warum man Punkte der Milzstrich bei Verdauungsstörungen. Ja, zum Beispiel bei Durchfall oder auch bei Verstopfung sieht man Punkte, die zur Milz gehören. Das ist, so ist es einfach. So, drei Denkmodelle, drei Spannungen. Bilden die Wissenschaftstheorie oder die Philosophie der chinesischen Medizin. Qi, haben Sie schon mal gehört von Qi? Ja? Yin Yang, das haben Sie sicher schon gehört. Und Wuxing, das heißt fünf Elemente, das ist bei uns so populär, das fünf Elemente. Ja? Also, was all diesen Modellen gemeinsam ist, das finde ich ganz toll. Sie stammen aus der ganz banalen Naturbeobachtung. Das sind Dinge, die ursprünglich ganz konkret mit den Sinnesorganen erfüllt haben. Naja, wissen Sie, wie die Philosophen so sind, haben sich diese Naturbeobachtungen um die Nase gerissen und daraus philosophische Prinzipien gemacht. Die Mediziner, also die Mediziner hat es ja früher eine gegeben, es hat eine Lehre gegeben, die sich dann für die eine oder andere Sprache entschlossen haben. Und wenn jemand dann zu einem berühmten Arzt wurde, hat sich der Prinzipien gegeben, die die Philosophie ausgearbeitet hat. Also, diese medizinischen Grundlagen, die Urgrundlagen, abgesehen von den Organen und so weiter, Qi, Yin, Yang und fünf Elemente, das ist nicht etwas, was speziell nur in der chinesischen Medizin zugeordnet ist. Das gilt für alle. Das ist universell. Schauen wir uns an. Naja, und das Wesentliche ist, bei allen diesen Dingen geht es darum, Yin und Yang, Qi und die fünf Elemente in einer perfekten Harmonie zu bewahren oder zu einer perfekten Harmonie zu führen. Schauen Sie, das Zeichen kennen Sie auch. Ja, das ist die berühmte Linale. Man kann sie als Fußabstreich verkaufen, als Halsketten, ja, als Vorhandmuster. Aber in Wirklichkeit ist das ein tolles Ding. Genau. Und ich habe das absichtlich drehen lassen, denn man sollte das eigentlich überhaupt nie statisch darstellen. Das Faszinierende daran ist, was ist denn dieses Hebel? Was haben Sie schon davon gehört? Was ist Ihnen irgendwie gegenwärtig? Bitte? Harmonie, das ist richtig. Na, und was ist Yin? Ja, schau. Ja, das ist die Antwort, die ich erwartet habe. Und das ist auch Yin. Ja. Das ist es auch. Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Sagt Mann, Frau, Geld und... Ja, und typisch, nicht? Mann und Geld gehört zusammen, Frau und schon mit so einer Schachtwarte in den Chinesen. Es stimmt schon. Das stimmt mit diesem Gegensatzbahn. Nur, was man nicht vergessen darf, da würden Sie sagen, Frau, dunkel, Schatten, Mann, Licht, hell. Also das ist eine der ursprünglichen Bedeutungen von Yin und Yang. Yin war die schattige Seite eines Pferdes und Yang die sonnige Seite eines Pferdes. Aber im Grunde genommen ist wirklich das ganz Wichtige, ist, Yin und Yang ist ein philosophisches Prinzip, völlig richtig die Sache mit den Gegensätzen. Und einer dieser Gegensätze sind eben nicht über Gegensätze. Einer dieser Begriffe, die da unbedingt dazugehören, ist Materie und Energie.
ja, Materie und Energie. Ich glaube, Einstein hat es gesagt und Wittgenstein hat es einmal gesagt, dass jeder Energie Materie zugrunde legt. Und je besser die Materie ist, desto besser ist die Energie. Im Grunde genommen ist es eine Betrachtungsweise aller Dinge von ihrer materiellen und von der Funktionalität. Ja, ich habe das hier ganz banal dargestellt. Also schauen Sie, wenn die Substanz in Ordnung ist, dann ist die andere Funktion auch okay. Und wenn die Substanz nicht in Ordnung ist, dann ist die andere Funktion auch okay. Und genau das gleiche ist es banal, ne? Eine Perlenkette der Banalität. Aber genauso ist es im menschlichen Körper. Wenn ihre Organe in Ordnung sind, dann funktionieren sie. Wenn sie einen Herzfehler haben, funktioniert ihr Herz nicht mehr. Ja, es kommt natürlich darauf an, wofür man dieses Yin-Yang-Pattern anwendet. Also zum Beispiel für auf alle Naturphänomene und aufs tägliche Leben. Und deshalb habe ich Ihnen zuerst die bewegte Monade gezeigt. Das Wesentliche ist der Übergang. Es geht immer dunkel in hell über, hell in dunkel. So wie in unserem Leben. Jeden Tag, jetzt da und vorher was nach. Ebbe und Flut, warm und kalt, Mann und Frau. Also dieses Mann und Frau ist natürlich etwas anderes. Mann geht natürlich nicht in Frau über, aber, der hat es vorhin geschrieben, so aber Mann und Frau zusammen erschaffen Neues. Und Yin und Yang zusammen erschaffen Neues. Zum Beispiel die fünf Elemente, von denen wir dann reden. Ja, in der Medizin hat man, spricht man von Yin und Yang in der Anatomie, also Yin wäre innen und unten und Yang wäre außen und oben. Das kommt aus der bäuerlichen Gesellschaft, wo die Bauern so auf dem Feld gearbeitet haben. Natürlich, die Sonne hat sie beschienen im Rücken, dann die Außenseiten der Beine und da sind sie braun geworden, das war die Yang-Seite, die Yin-Seite, die Innenseite, nichts. In der Physiologie und Pathologie ist es wesentlich, dass Balance und Harmonie herrscht. Und da ist es jetzt wichtig, dass man sich merkt, was gehört zu Yin und was gehört zu Yang. Yin ist Harmonie. Innen und unten, ruhig, langsam. Yang ist rot. Ja, rot wird assoziiert mit Feuer. Heiß, aktiv, außen. Also, was ist jetzt das Männliche und was ist das Weibliche im Sinn? Ist die Frau eher Yin oder Yang? Yin! Ja, die Frau ist eher Yin. Und in der Diagnostik, ich habe Ihnen vorhin diese beiden Zungen gezeigt. Was würde man da sagen? Das sind beide Zungen. Wo sind meine Zimmer? Da sind sie schon. So. Was würden Sie sagen jetzt zu der linken Zunge? Ja, da ist eher ein Überschuss an Yang da. Und bei der rechten? Da ist entweder, ne, es ist ein Überschuss an Yang da und das ist man jetzt nicht, ist es
zweiteilerische Sanyanta, weil zu wenig Yin da ist, da ist wirklich zu viel Nachbar. Hat er eine Mordzellentzündung oder ist das jemand, zum Beispiel mit einer Tuberkulose, der zu wenig an Kühlwasser hat, zu wenig an kühlenden Gegenwart hat. Und daher, naja, ist das Kälte? Ist das ein Mangel an Wärme? Da muss man genau schauen, wenn man die Haare, also wenn man eine Diagnose stellt, weil die kann ich kann nicht etwas, was zu viel ist, genauso behandeln, wie wenn etwas zu wenig ist. Ich zeige Ihnen hier zwei Bilder von Hitze. Schauen Sie sich den linken an. Klaus hat ja zu viel Hitze oder zu wenig Kühlung. Zu viel Hitze. Ja, der hat eindeutig zu viel Hitze. Ja? Was ja nett, den Herrn habe ich getroffen irgendwo. Gebirge. Ich habe gefragt, ob ich ihn meinen Studenten zeigen darf, als Beispiel für Füllehitze. Ja, also das ist wirklich eine Hitze. Vielleicht hat bei der Sonne, also natürlich hat er zu viel Hitze. Also Sie sehen, wenn ich hier anschaue, wenn ich mir hier anschaue, Yin und Yang, da habe ich das Yin, bei dem auch über der Normlinie, weil seine Substanz ist ja auch enorm. Aber das Yang, das geht noch weit. Und bei dieser jungen Dame, reihenweise auch freundlich zu der, also diese junge Dame hat, muss man wissen, oder also, ist eine sogenannte Bouquet-Physik, eine Schönheit, eine tuberkulose Schönheit. Das war ein Ausdruck so in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wunderschöne Haut, wie Milch und Blut hat man gesagt. Sehr weiße Haut und nur rote Mangel. Aber diese rote Mangel ganz ausgeprägt. Also, woher kommt diese Röte? Diese Röte kommt daher, dass zu wenig Yin da ist. Das ist ein schwer krankhafter Zustand. Also, wenn jemand über längere Zeit das Wort. Vielleicht haben Sie schon einmal Leute gesehen, die so auffallend nur diese roten Mangel haben. Ja, und wissen Sie, was die meistens haben oder was die oft haben? Ein Herzfehler. Ja, eine Mitralinsuffizienz oder ein Mitralklappenfehler. Also oft angeborene Mitralklappenfehler, Leute, zeigen oft nur diese Wochenmale. Schauen Sie, Yin-Mangel, Substanzmangel am Herzen und führt zu diesen Erscheinungen. Ja, nur offenbar. So, ich sehe, dass ich viel zu viel habe. Die damit Sie sich etwas merken, ja, also das muss man sich auch merken. Das ist, und wenn Sie sich nur das merken, dann haben Sie falsch nichts gelernt. Ja? Also zum Verhältnis Yin und Yang. Yang frisst Yin. Action frisst Substanz. Und Yin verhält sich zu Yang wie eine gute italienische Mama. Es gibt keine Energie, die aus dem Nicht aus Substanz entsteht. Also Yin gebiert Yang. Und die gute italienische Mama, die schaut, dass der Bursche immer brav nach Haus kommt und dass er nicht allzu lang aufgeht. Ja. Yin hält Yang fest, bremst Yang. Und das ist jetzt recht nett, finde ich. Was kann die Akupunktur und was kann die Pharmatherapie? Wenn Sie jetzt hier
einen Yin-Mann gehabt. So wie diese junge Dame, die wir gesehen haben mit ihrer roten Farbe. Das finden Sie zum Beispiel oft bei Damen im Wechsel. Das sind die Wechselerscheinungen typisch, wenn man in der Nacht schwitzt, gelegentlich rote Flasche kriegt, ne? Hitzewahl kriegt, da sagt man, das sei, in der chinesischen Medizin ist das ein typisches Zeichen für den Leben. Und wenn ich jetzt akupunktiere, naja, wie kann denn bei Yin zuführen? Yin wäre Substanz, Kühlwasser zum mittleren Röhrenstich, bringt das natürlich nicht. Aber ich kann die quälenden Erscheinungen ein bisschen dämpfen, indem ich das übermütige Yang hier mit der Akupunktur herunterhole. Und sie ist halt beide unter normalen. Und mit der Pharmatherapie, also mit der Arzneitherapie, kann ich, schaut sie, da hinten, ja, kann ich sie richtig auffüllen, kann ich richtig Substanz zuführen, richtig Substanz geben, mit der sich der Körper dann bewegen kann. Ich möchte Ihnen nur noch ganz kurz über den Begriff Qi erzählen. Das ist so schön. Schauen Sie, das ist das chinesische Zeichen für Qi. Und das chinesische Zeichen besteht aus zwei Teilen. Das hier ist ein Piktogramm, ein Bildsymbol für Dampf. Und das hier ist das Piktogramm für Reis, also für alles Essen. Das heißt, das Zeichen besteht aus Dampf und Reis. Also aus Materie und Energie. Qi entsteht im Körper aus Essenz und Essenz wiederum aus Jin. Und die besteht wiederum, und da haben wir auch wiederum das Zeichen Reis. Und ursprünglich war Qi ein Hauch oder ein Nebel. Und das wissen wir ja alle nicht. So kondensierte Luft, die man nicht sieht, also Partikel, die da. Und in der Philosophie wurde dieses Qi zu alles bewegenden, alles bewirkenden Kraft. Und als das geht Qi auf den Körper. Und ich glaube, das ist zwar sehr schön, aber ich kann Ihnen nichts von da erzählen. Sie sitzen wahrscheinlich schon hier auf den Nadeln, weil Sie gerne Ihre Übungen machen. Ja, weil ich habe es ja gut, ich kann auch sagen, okay, wir werden es geben, es ist cheap. So, die fünf Elemente, die runden, fünf Elemente, das waren auch ursprünglich elementare Dinge des bronzezeitlichen Menschen. Man spricht vor allem von zwei Zyklen. Das eine ist der Zyklus Generandi, also der Zyklus des gegenseitigen Hervorbringens und gleichzeitig Konsumieren. Und das andere ist der Zyklus des Zaumhaltens oder der Kontrolle. Der Zyklus des Hervorbringens geht so, es fängt an bei Wasser. Aus dem Wasser kommt alles Leben, aus dem Wasser wird Holz. Das steht für alle Pflanzen. Und das ist ja logisch, nicht? Wenn eine Pflanze wächst, saugt sie Wasser. Da brauchen wir Pulpen in ein Glas gehen und dann müssen wir anschauen. Aus dem Holz wird Feuer. Aus dem Feuer wird Erde, Asche. Die Erde gebiert Metall. Und das Metall oder mineralreiche Erde gebiert wieder Wasser. Und aus dem Wasser Holz. Und eins frisst das andere. Dabei auch. Also immer das Kind, ganz wie im richtigen Leben, das Kind frisst die Mutter auf, ohne Rücksicht. Und jetzt gibt es aber noch etwas, diese fünf Elemente, die schauen immer, dass nicht eins zu übermütig wird, dass keine Disharmonie entsteht. Und da geht der Zyklus so, also Wasser kommt und wird Feuer, das ist ja wohl das
Schwester. Feuer kontrolliert Metall. Sie können Metall nur bearbeiten, wenn Sie es schmelzen. Metall kontrolliert Holz. Jetzt wird mit Metall getrennt. Holz kontrolliert Erde. Denken Sie nur an die Muren, die jedes Jahr abgehen, weil so viel abgeholzt wurde. Und Erde kontrolliert Wasser. Ja, und wenn das Wasser zu übermächtig ist, dann kommt es zu Überschwemmungen. Also so, und das Wesentliche ist, dass, da lege ich jetzt aber nur die Folie auf, das erzähle ich Ihnen, Gott, das will ich jetzt nicht im Einzelnen, dass diesen Elementen zugeordnet sind vier Phänomene, die wir im Körper haben. Und diese Phänomene, beziehungsweise die Organe und die Emotionen und, die stehen im gleichen Verhältnis zueinander wie die fünf Elemente. Also zum Beispiel vertragen sich Leber und Lunge oft nicht wirklich. Weil die Lunge ist so sanft, der Lüftiger, und die Leber ist so ein blöder Hund. Ja? Und die Lunge sollte die Leber kontrollieren. Also das geht nicht immer so wirklich gut. Auf jeden Fall, auch hier ist Harmonie die absolute Thematik. Und ich bin jetzt gleich fertig. Ich möchte Ihnen nur noch ein paar ganz mini-praktische Tipps für zu Hause geben. Die stehen nicht im Skript. Also, bitte, habe ich Ihnen auch mitgebracht, leider kein Messer. Das können Sie gerne kosten. Das kriegt man jetzt im Augenblick, also überall nicht, aber bei meinen Sparkredit, das war ein Gucci-Bär. Bitte, darf ich Ihnen das überreichen? Geben Sie es nur und kosten Sie bitte. Gucci-Bären sind fantastisch blutbildend und haben eine tolle Nebeneigenschaft. Sie machen strahlende Augen, wunderschöne Haare. Sie beleben sie. Jetzt vor kurzem war eine junge Frau da, die war so müde. Da hat man aber nur am Telefon gesagt, hat gesagt, ich kauf dir die Gucci-Bären. Sie konnte nicht kommen. Na, sie hat die Gucci-Bären genommen und sie fühlt sich wie der Kaiser. Sie hat sehr gut für sie. Erkältung vorbeugen, Halsschmerzen, Heiserkeit bessern. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich sehen, aber das ist ein Samenschiffchen, ein chinesisches, das heißt Sterculia. Und Sie haben es vielleicht gesehen, ich habe das zu Beginn in heißes Wasser geschmissen. Jetzt sehen Sie, das geht auf wie ein Schwammerl. Die sind ja alle mit sowas. Sie können dann gerne kommen und sich anschauen. Und das ist ein fantastisches Vorbeugemittel, wenn man in Grippezeiten irgendwo hingeht. Also man halt so exponiert ist da. Ist auch sehr, sehr gut, wenn man schon erkältet ist, ist wunderbar gegen Halsschmerzen, ist wunderbar gegen Heiserkeit. Es ist nur blöd, aber es ist ziemlich teuer bei uns. Also dieses Ding hier voll, dafür habe ich gezahlt 40 Euro. Das ist schon einfach. Ja, dann geht man ein bisschen sparsamer damit. Aber diese Sterculia, so ein paar Perlen sollte man zu Hause haben in der kalten Jahreszeit zur Vorbeugung. Das ist ganz, ganz gut. Blutarmut und Blutungen, wunderbar schwarzer Sesam. Ja? Können Sie gerne anschauen, ja? Ja, der schwarze Sesam. Was ist mit dem? Nein, den kocht man nicht. Den verwendet man, den röstet man an und das schmeckt unsinnig gut mit Walnüssen, also auch mit gelegenen Walnüssen, mit Anrüsten, ohne etwas anderes. Ja, das darf man nicht so hoch heiß machen. Darf man nicht so heiß machen.
Ja. Bitte? Ich weiß nicht, kann man essen. Was essen Sie, wenn Sie kaufen beim Anker Sesamlecker? Ist drauf. Ja, also so geht nicht gut. So, und jetzt bin ich beim letzten. Gedächtniskonzentration. Walnüssen, Drachenaugen. Drachenaugen, naja, die Drachenaugen, das sind Longanfrüchte. Man kriegt sie manchmal am Naschmarkt. Ich liebe sie über alles, diese Longanfrüchte, weil sie herrlich sind. Das war auch nur ein Geschäftsbuch. Die schauen aus wie Litschi. Jetzt macht man die Bewegungsübungen und dann zeige ich Ihnen auch die Drachenfrüchte. Und jetzt da gibt der Gott den Geist auf. Ich wollte nur noch Schluss- und Dankesworte stammeln und Ihnen mehr, oh ja, das ist vielleicht ganz gut, aber das haben Sie im Skript drinnen. Also, ist jetzt diese chinesische Medizin die bessere, ja oder nein? Gesagt, die Schwächen sind die moderne Gesundheit, die Notfallsmedizin, die Intensivmedizin, Insulin fliegt dafür nicht das Antibiotika und Chirurgie. Die Stärken sind, dass sie das Befinden behandelt, individuell und die Bestige auslässt und sie schon ganz wesentlich. Bei chronischen Schmerzen, die Leute werfen ja die Schmerzmittel ein wie die Zucker und manche. Und das geht natürlich auf die Niere. Also die chinesische Medizin ist da viel weniger schädlich. Und in der Psychosomatik kann man aufsetzen. Und hier nur eine Liste, wofür ist sie besonders gut. Altersbeschwerden, Asthma, Bronchitis, das ist nachgewiesen. Ältere Leute haben oft so trockene Augen, trockene Hände heute. Das ist übrigens diese Goji-Bären sind super dafür. Dann Bewegungsapparat, Rheuma, Blutdruck regulieren, hoher und tiefer, Burnout, super, ja? Wirklich gut. Chronic Fatigue, also wenn es nicht chronisch wird. Ja. Aber für diese Chronik Fatigue sind übrigens auch die Goji-Bären super. Frauen leiden, naja, vor allem Regelbeschwerden, Männer leiden, Potenz und Prostata, ein Magen-Darm, Infektanfälligkeit, habe ich Ihnen gesagt, Kopfschmerz, Lern- und Konzentrationsstörungen, Migräne, Nebenmüll, Allergie, innere Rehabilitation ganz toll. Schlafstörungen, Tinnitus und Schlüssel. So, und das sind die lichtvollen Schlussworte. Beide haben sie ihre Stärke gestrichen. Und das, wir haben ja auch wirklich erkannt, dass man beide Medizin hat. Ja, und ich möchte Sie noch aufmerksam machen darauf, dass Sie auch die Flyer gekriegt. Ich freue mich so, dass wir das jetzt endlich zusammengebracht haben. Denn 25 Jahre erzähle ich, dass meine Herzen jetzt das endlich ein bisschen mehr unter die Leute bringen. Man muss jetzt einfach wissen, was es eigentlich gibt. Und wenn keiner weiß, was er selber machen kann, kann er es ja nicht tun. Und man kann ja nicht einmal danach fragen, was es ist. Und wie gesagt, der Kurs beginnt jetzt am Donnerstag, Samstag. So, ich darf Ihnen ganz herzlich danken dafür, dass Sie relativ wenig geschlafen haben. Und jetzt tauschen wir den Computer und Sie machen schon.